Hallo und herzlich willkommen. Ich werde jetzt etwas machen und danach werde ich euch erklären, warum ich das tue. So, ja. Also nochmal herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich habe mal bei den Frackhessen reingeschaut. Und habe geschaut, wie die diese Stelle hier überstanden haben. Und die haben jetzt das Alien erstmal hier nach oben gelockt. Ich weiß jetzt nur nicht. Es ist nicht so wirklich abgelenkt, ne? Ich habe das Gefühl, es kommt gleich wieder raus. Ja, tut es auch. Okay, also im Endeffekt Alien nach oben locken und dann ab nach unten. Dann ist man es erstmal für eine Weile los. Und wenn das tatsächlich funktioniert, dann kommt man unten relativ gut durch. Auch wenn da immer noch die Menschen rumspringen. Und ja, ich habe immer noch das Problem mit den langen Ladesequenzen. Die werde ich jetzt dann künftig rausschneiden. Ich weiß jetzt nicht, warum das Spiel bei mir dieses Problem aktuell hat. Denn das war ja sonst nicht der Fall. Es ist ziemlich anstrengend. Ich habe auch wirklich alle Hintergrundanwendungen geschlossen und ich verstehe nicht, warum das gerade so furchtbar lange dauert. Es war ja in der letzten Folge schon, ich glaube auch in der vorletzten. Jetzt habe ich gedacht, wenn ich das Spiel neu lade, dann ist es vielleicht besser. Moment. Ich versuch's mal mit dem Geräuschmacher. Vielleicht klappt es mit dem besser. Ich dachte gerade, ich hätte es da hinten gesehen. Wenn es natürlich jetzt schon da oben drin ist. Dann bringt mir die Aktion gerade nicht so viel. Ne? Ich vertraue mal drauf, dass es schon oben ist. Hab jetzt natürlich keinen Geräuschmacher mehr. Ja, ich bin jetzt gerade hier wieder mal sehr ruhig, weil sehr angespannt. Ich glaube, da steht's. Kann es sein? Nee, doch nicht. Es sah gerade kurz so aus. Ich verschwinde jetzt mal hier rein. So. Also, ich habe mir die eine Folge von den Frackhäsern eben angesehen. Und die sind da echt durchaus mit Glück, aber heil durchgekommen. Da liegt noch Schrott. Okay. Kann ich noch einen Geräuschmacher machen? Nein, kann ich nicht. Mist. Ich habe noch Leuchtfackeln. Ich mache das jetzt genauso, wie die das gemacht haben. Mit dem Unterschied, dass es bei denen funktioniert hat und bei mir nicht. Ja, scheiße. Also es hätte so funktionieren können. Also das mit dem Geräuschmacher am Anfang war vielleicht gar nicht so schlecht, wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob es notwendig wäre, weil ich glaube, es war da schon oben. Okay, ich bin gleich wieder da. So, und weiter geht's. Ich lass das jetzt mal. Also, Moment. Den bastel ich noch schnell. Dann habe ich ihn schon mal. Aber bis zu dem Lüftungsschacht komme ich ja in der Regel relativ heil. Ich muss quasi das Alien jedes Mal hinter mir auf eine andere Spur locken, damit vor mir der Weg frei ist. Und ich glaube, da es gerade schon da oben ist, in dem Gang,
ist es nicht unbedingt notwendig, es nochmal dort oben festzueisen. So. So weit, so gut. Also der Abschnitt, der klappt ja. Da hatte ich auch noch nie ein Problem. Ich werfe mal ganz weit weg. Die Frage ist, durch welche Tür kommt es? Durch die. Okay. Jetzt hier raus. Und als dann die Menschen kamen, die geballert haben. Ja. Als die Menschen kamen und geballert haben, sind die da einfach durchgerannt bis zum Ende. Und das Alien hat sie in Ruhe gelassen. Das klappt jetzt in meinem Fall nicht. Scheiße. Ja, ich hatte jetzt keinen Flammenwerfer ausgerüstet, sonst hätte ich es vertrieben. Mein Gott, ist das lästig. Bis gleich. Okay. Ja, ich kann dazu jetzt eigentlich gar nicht mehr sehr viel sagen. Weil ihr kennt ja die Stelle jetzt auch schon bis zum Erbrechen. Ja, jetzt ist es da. Okay. Diesmal komme ich da wohl nicht so heil durch. Okay, es hat mich über den Haufen gerannt, aber ich lebe nicht. Nein, ich lebe nicht. Ach Mann, so ein Scheiß. Bis gleich. Ich will das jetzt schaffen, verdammt. Ja, jetzt habe ich es gerade wieder im Schacht gehört. Und wenn ich es im Schacht höre, wie es nach oben poltert, heißt es, dass es gleich da unten auftaucht. Ich will doch nur da heil reinkommen. So. Jetzt gucken wir erstmal, womit könnte ich mich denn ausrüsten? Also ich kann wieder den Geräuschmacher machen. Das mache ich jetzt auch, weil der gar nicht so doof ist. Ich habe auch noch Leuchtfackeln. Heilen brauche ich mich jetzt gerade nicht. Ja, alles andere bringt mir jetzt gerade nicht so wirklich was. Ich werfe jetzt nochmal den Geräuschmacher. Der war jetzt nicht ganz so gut geworfen. Da ist das Alien. Mit etwas Glück rennt er jetzt gleich hin. Mit etwas Pech nicht. Es rennt hin. Jetzt brauche ich wieder den Flammenwerfer. Okay, das Alien räumt gerade bei den Menschen auf. Und ist jetzt quasi hinter mir. Was bedeutet... Ah, fuck. Wie kommt denn das jetzt dahin? Das war doch gerade noch in dem Raum drin. Mann, das kotzt mich so an jetzt langsam. Ja, für den Fall, dass ihr jetzt das irgendwie seht,
das oder wie das Ganze geschnitten ist, das hat wirklich nur was mit den Ladesequenzen zu tun. Ich enthalte euch natürlich keine Tode vor. Das könnt ihr euch ja auch denken, da hätte ich jetzt schon vieles rausschneiden können, wenn es danach gegangen wäre. Es ist wieder da. Es kriegt jetzt wieder einen Molly ab. Da ist es, hallo. Na komm. Okay. Ich laufe jetzt schnell zu meinem Schacht. In den sie nicht rein will. Aber manchmal ist Ripley schon etwas anstrengend. Okay. Dann wird wieder der Geräuschmacher gebastelt. Oh. Täglich grüßt das Murmeltier. Okay, auswählen. Nein, das war die Leuchtfackel. Ich will den Geräuschmacher, weil der lockt nämlich dann auch die Menschen an. Dann kann das Alien die Menschen kalt machen. Ich muss ihn aber höher werfen, damit es weiter hier in der Ecke ist. Der war nicht schlecht. So, jetzt warten auf das Alien. Und auf die Menschen. Wo ist es denn? Der macht jetzt nicht endlos Krach. Also, irgendwann ist halt vorbei. Jetzt höre ich's. Ach, das ist direkt da hinten. Ist okay. Da ist es und das hat mich, glaube ich, gesehen. Er hat's auch. Scheiße. Ich dachte jetzt kurz, dass es nochmal in den Gang abbiegt. Okay, es ist vielleicht doch keine gute Idee, weil dann habe ich es genau auf meiner Höhe. Verdammt nochmal, wie soll ich denn da vorbeikommen? Das ist doch eine Scheißstelle. Okay. Ich habe mir jetzt was Neues überlegt. Und zwar... Es ist total sinnvoll, hier mitten im Treppenhaus stehen zu bleiben. Nein. Und zwar in dem Raum, in dem ich jetzt den Geräuschmacher geworfen habe, werde ich ihn mal nicht nach hinten werfen, sondern ich werde ihn vorne deponieren und mich hinten rumschleichen, damit das Alien im vorderen Bereich ist. Hallo Alien. Ich sollte vielleicht ein bisschen Abstand halten, damit ich den Molly auch werfen kann. Ja, jetzt habe ich mich selber in die Luft gejagt. Nein, habe ich nicht. Ich lebe noch. Okay. Lauf, Ripley, lauf. Okay. Dass ich jetzt verletzt bin, stört mich jetzt nicht, weil wenn mich das Alien erwischt, bin ich sowieso tot. Und bei den Menschen war das eigentlich auch nicht sehr viel besser. Die haben mich ja auch immer gleich mit einem Schuss kalt gemacht. Okay. So. Da liegt wieder Schrott. Ich habe ihn, glaube ich, erst einmal eingesammelt und bin sonst immer so dran vorbeigelatscht. So. Und zwar werfe ich den jetzt hier hin und schleiche mich hinten rum. Ich wollte ihn eigentlich noch weiter nach vorne, der ist jetzt abgeprallt. Ich hätte ihn auch einfach in den Raum reinwerfen können, aus dem ich gerade raus bin. Da ist übrigens noch eine Neuverkabelung, die mir gerade egal ist. Da sind Menschen. Wo komme ich denn hier hin? Ach, das ist wieder... Okay. Ah, jetzt bin ich da, okay. Da war aber nicht zufällig ein Speicherpunkt in dem Raum, oder? Nein. Wenn ich da jetzt rechts reingehe.
da oben, war ich da schon mal drin? Hallo? Scheiße. Mann. Ja, ich hatte jetzt keine Zeit, meinen Flammenwerfer oder sowas auszuwählen. Ach Gott, verdammt nochmal. Das ist doch nicht zu glauben. Eigentlich war ja der Versuch gar nicht so schlecht. Das war jetzt übrigens falsch. Natürlich kann ich das Alien auch nach oben locken. Nur dann verschwende ich eigentlich einen Geräuschmacher. Okay, so verschwende ich einen Molly. Weil eigentlich komme ich hier ganz gut mit dem Alien zurecht. Also meistens kriege ich es ja hin, dass ich es vertreiben kann. Okay. Da ist es. Ja, danke. Okay. Okay, das hat jetzt auch diesmal wieder geklappt. Jetzt ist es gerade, also jetzt ist es ein bisschen ärgerlich, dass ich nur ein Geräusch mache. Die ganze Zeit habe ich drei mit mir rumgeschleppt und nicht gebraucht. Jetzt könnte ich tatsächlich ein paar mehr brauchen. Ich meine, es geht auch mit Leuchtfackel, aber... Oh, es ist schon da. Ja, muss ich ihn doch weiterwerfen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so schnell hier auftaucht. Gut wäre es, wenn die jetzt ballern würden, dann würden sie das Alien anlocken. Das Problem ist jetzt... dass es mich gleich entdeckt. Da ist es. Ja, danke. Ah, verdammt, verdammt. Ach Mensch, ich hab keinen Bock mehr. Ich will diese fucking Stelle jetzt endlich schaffen. Ja. Mann. Also ich habe mir jetzt geschworen, ich mache jetzt noch zwei, maximal drei Versuche, je nachdem, wie schnell ich sterbe. Und dann muss ich die Folge beenden. Ich hatte ja euch ja eigentlich versprochen, dass wir es in dieser Folge schaffen. Aber es soll anscheinend nicht sein. Ich weiß theoretisch, wie man durchkommt. Ich war jetzt gerade eben, als ich natürlich sehr laut weggelaufen bin, auch schon fast am Ziel. Aber es war mir eigentlich klar, nur ich hatte keine Chance. Also schleichen wäre nicht drin gewesen, da hätte es mich auch gekriegt. Deshalb... Okay. Ich werfe jetzt den Geräuschmacher tatsächlich da rein. Und schleiche mich hier hinten rum. Ich weiß nur nicht, ob der das Alien dann überhaupt noch anlocken kann, wenn der so weit weg ist. Ich höre ihn jetzt schon gar nicht. Wenn ich ihn nicht höre, dann das Alien auch nicht. Ja, ich glaube, das war's jetzt.
Und dann versuche ich es doch nochmal über den Schacht. Nur den dritten Schacht, den langen, den lasse ich. Ich traue mich ja schon kaum, hier das Licht anzumachen. Jetzt muss ich gerade gucken, wo bin ich jetzt? Ich bin jetzt da. Ja, es wird wieder nichts werden. Wahrscheinlich taucht es gleich wieder vor mir auf. Ja, es ist hier, ich höre es. Da ist es. Okay, es ist weggelaufen und beschäftigt sich mit Menschen. Ist, dass hier ist eine Sackgasse. Ich kann hier nur durch den Schacht. Wenn ich jetzt hier durch den Schacht gehe, dann bin ich in dem langen Schacht, in dem es mich gekriegt hatte. Eigentlich ist es keine gute Idee. Ich meine, vielleicht habe ich Glück und es klappt. Aber ich werde einfach die erste rechts wieder rausgehen. Und den Flammenwerfer parat halten. Mit dem sehe ich wenigstens auch ein bisschen was. Vielleicht habe ich damit Glück und kann es verscheuchen. Das war ja mein Verhängnis beim letzten Mal. Ja, es ist im Schacht. Ich höre es ja. Hier könnte ich raus. Ehrlich gesagt möchte ich das auch. Ich traue den Schächten gerade gar nicht. Da ist noch ein Audio. Kenne ich die noch gar nicht. Ach, das ist Excels Tagebucheintrag. Okay. Okay, ich muss mich ruhig verhalten. Ich habe ein kleines Versteck im Raumfahrtterminal gefunden. Nicht unbedingt komfortabel, aber gemütlich genug. Ich muss jetzt ganz häufig auf die Karte gucken, um zu wissen, wo ich lang muss. Wenn es vor mir ist, kann ich es abschrecken. Wenn es hinter mir ist, dann nicht. Und das ist eine Sackgasse. Kann es sein, dass das hier alles eine Sackgasse ist? Moment. Ja, das wäre keine Sackgasse, wenn ich die Tür öffnen könnte. Aber das kann ich nicht. Scheiße, bin ich jetzt hier echt voll in die Sackgasse gegangen? Oh, fuck. Ich komme hier nur wieder raus, wenn ich in den Lüftungsschacht gehe. Ach, ist das ein Scheiß. Rechts rum noch, ja. Wenn es vor mir auftaucht, okay. Wenn es hinter mir auftaucht, habe ich keine Chance. Ich höre es. Ich muss rechts rum, mehrmals. Ich höre es, aber ich weiß nicht, wo es ist. Es ist bestimmt hinter mir und jetzt kriegt es mich gleich wieder und ich gehe jetzt hier unten lang. Ich bin fast da. Ich glaube, so weit war ich schon mal und dann war es vorbei mit mir. Okay. Ich könnte jetzt da eine Leuchtfackel hinwerfen, warten, bis es dorthin rennt und dann schnell vorbeischleichen. Ich mache das jetzt auch. Ich brauche keine Leuchtfackel mehr. Oh, scheiße, das war der Bolzenschneider. Ach, Mann. Oh, ich hätte es jetzt schaffen können. Ach, so ein Scheiß, so ein verdammter Scheiß nochmal.
Ja, und die Folge ist natürlich rum, weil das war jetzt ein sehr langer Versuch. Ich habe ja gesagt, zwei, drei Versuche, aber der war jetzt lang. Und deshalb werde ich jetzt in dieser wunderschönen Ladesequenz die Folge beenden. Es tut mir unglaublich leid, dass es wieder nicht geklappt hat. Und ich hoffe, ich bete, dass ich es in der nächsten Folge jetzt endlich schaffe, diese Kackstelle zu schaffen. Macht's gut, bis dann. Tschüss.